Kennt ihr noch mein Video zu meinen 5 Wünschen, wo ich gehofft habe, dass diese sich für Tears of the Kingdom umsetzen? Heute ist der Tag gekommen, wo ich klären werde, ob sich diese Wünsche umgesetzt haben. Allerdings bin ich nicht alleine, sondern mit Nintendo Theories. Hallo zusammen, freut mich, dass ich zu Gast sein darf auf deinem Channel. Danke, dass du dabei bist. Und ja, den Part zu seinen Wünschen findet ihr dann auf seinem Kanal. Schaut definitiv mal vorbei. Ich würde sagen, dass wir einfach mal jetzt beginnen. Wobei, sag erstmal, wie geht es dir überhaupt? Mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich hier zu dir zu Gast sein darf, dass wir ein bisschen über das Spiel quatschen können, weil ich glaube, ich nehme jetzt mal nicht vorweg, dass das Spiel sehr, sehr viel richtig gemacht hat und es dazu auch viel zu besprechen gibt und dass auch viele deiner Zuschauer sehr viel Spaß haben mit dem Spiel aktuell. Ja, also das ist gut, dass du das ansprichst. Ja, das Spiel hat für mich auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich würde sagen, wir starten einfach dann direkt mal mit den Wünschen. Der erste Wunsch von mir war ja, dass ich mir ein klassisches Zelda-System wünsche. Also quasi Dungeons, Items, Zwischenbosse und richtige Bosse und so weiter. Und da wollte ich dich einfach mal kurz fragen, inwiefern, also wie findest du, haben sich die Dungeons im Gegensatz zu den Titanen verbessert? Was würdest du denn dazu sagen? Also ich persönlich würde sagen, dass es geht wieder mehr in die Richtung von einem klassischen Zelda, aber es wäre jetzt zu viel gesagt, wenn es nah dran ist. Also wenn man sich ja die Zelda-Spiele von früher anschaut, hast du klar das übergeordnete Ziel. Und du hast immer so Zwischenziele, die du abarbeitest. So quasi nach jedem Dungeon kriegst du quasi wie eine Story-Einheit. Du bekommst ein neues Gebiet, lernst da ein paar Leute kennen, weißt genau, ich muss jetzt in den Tempel, um XY zu holen. Und danach geht's weiter. Zwischendurch holst du irgendwie das Master-Schwert und dann hast du so die nächste große Aufgabe. Und man muss sagen, es geht wieder ein bisschen mehr in die Richtung. Breath of the Wild hatte ja, es hat dich so ein bisschen reingeworfen ins Spiel. Recht schnell hattest du die Aufgabe, die 4 Titanen zu befreien. Das war dann auch klar eine längere Quest. Und danach ging es zum Boss und das war's. Aber du hast so zwischendrin nie so Zwischenziele gehabt, so ein bisschen. Und das hat Tears of the Kingdom wieder anders gemacht. Die Dungeons, weil du gemeint hast, die sind auch ein bisschen, sind klar noch in diesem, sind noch mehr an Breath of the Wild wie an den alten Zeldas, aber es geht wieder mehr in die Richtung. Und auch wie das Ganze so abgeschlossen wird, geht auch wieder mehr in die Richtung, aber es wäre noch zu viel zu sagen, dass es ein klassisches Zelda ist. Was sagst du denn dazu? Also, ich muss sagen, du hast es einfach perfekt beschrieben. So würde ich es eigentlich auch sagen. Ich finde, dass Tears of the Kingdom schon tatsächlich in die klassischere Richtung geht, aber sie trotzdem noch diesen Aspekt haben mit den, dieses Titan-Aspekt mit den 5 Siegeln und so. Was mir halt ein bisschen fehlt, sind zum Beispiel Dungeon-Items. Das fehlt mir, weil ich bin halt ein Dungeon-Items waren in Zelda immer einer meiner Lieblingsdinge, weil ich immer wissen wollte, okay, was wird das Dungeon-Item? Das vermisse ich ein bisschen, aber dann trotzdem kann ich mich eigentlich ganz zufrieden geben. Wie sieht's denn bei dir aus mit den Bossen? Also die Bosse haben mir sehr gut gefallen in dem Spiel. Also ich meine jetzt nicht die Overworld-Bosse, weil da kennt man ja die meisten noch aus dem Vorgänger, die haben mir da schon sehr gut gefallen. Aber ich muss sagen, so die Bosse vor den Dungeons, die waren wirklich ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Im Vorgänger war es ja so, du hattest quasi 4-mal den gleichen Boss und der aber nur ein anderes Kampfmuster hatte. Der hat sich ja immer so ein bisschen an dem Recken orientiert, der in diesem Titan eigentlich mal drin war. Aber alles sah trotzdem gleich aus. Und auch zum Beispiel der Endboss vom Spiel sah ja auch in einer sehr ähnlichen Art, weil so eine Mischung aus den 4 Bossen. Und ich muss sagen, das war wirklich wirklich ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Jeder Boss sieht anders aus, hat ein super cooles Design, kämpft komplett verschieden und hat auch einen extrem coolen Soundtrack. Ja, also das auf jeden Fall. Dass sich das Aussehen unterscheidet, das ist, finde ich, auch übrigens für die Dungeons gut, dass die Dungeons sich vom Aussehen unterscheiden. Und
Die Bosse sind alle anders. Ich mag die Bosse sehr. Ich finde sie zwar ein wenig zu einfach, aber das liegt dann, glaube ich, auch eher davon, wie man an das Spiel rangeht. Also ich habe halt vor den Dungeons schon viele Schreine gemacht, viel erkundet. Aber ja, und die Musik, die ist auch extrem episch. Die Musik haut rein, ja. Kann ich auch nur, also der quasi, also das Spiel lässt einem ja freie Wahl, in welche Richtung man als erstes geht, aber es drückt, es gibt einem so ein bisschen den Hinweis, geh doch zuerst in das bestimmte Gebiet. Und von diesem Dungeon, der Boss, das war der einzige Boss bisher, vor dem ich mir wirklich noch mehrmals die Musik auf YouTube angehört habe. Oh. Ja, ich weiß auch, welchen Boss du meinst. Das war epischer Soundtrack auf jeden Fall. Absolut. Ja, dann natürlich ein klassisches Zelda-System. Das wünschen wir uns ja irgendwie alle. Aber irgendwie wünsche ich mir auch keine großen Veränderungen. Und das war mein zweiter Punkt. Aber was ich damit meinte, war eher, dass ich mir zwar ein traditionelleres System wünsche, aber trotzdem immer noch die Open World haben möchte. Das bedeutet offene Wege, offene Gebiete. Und einfach das Konzept aus Breath of the Wild mit zum Beispiel der offenen Welt und zerstörbaren Waffen und so weiter, aber einfach ein bisschen mehr in die ältere Zelda-Richtung. Wie stehst denn du zu dem Thema? Also was kannst du denn so dazu sagen? Also ich muss sagen, dass den Punkt, den du ansprichst, der ist also so ein bisschen so, dass man die alte Zelda-Formel nimmt und ein bisschen mit der neuen Art von Zelda, die wir jetzt haben, kombiniert, sehe ich auf alle Fälle als realistisch an, dass man es machen kann. Also ich finde, dass sich es die Open-Air-Welt von Nintendo nicht widerspricht mit einer alten Zelda-Formel. Zum Beispiel, wenn man mal Twilight Princess anschaut, da hast du ja auch eine sehr große Welt und die Story führt dich so in ein Gebiet nacheinander. Und wenn man, oder zum Beispiel, wenn man Ocarina of Time sieht, also die fünf Dungeons, die du machst als Erwachsener, die kannst du ja auch theoretisch in einer freien Reihenfolge machen, wie du so willst. Es gibt zwar so eine offizielle Ordnung und Navi sagt dir auch immer, zu welchen du als nächstes musst, aber du kannst die Dungeons, abgesehen vom Schattentempel, in einer frei beliebigen Reihenfolge machen. Und ich finde, dass man das wieder so ein bisschen mehr reinbringen könnte, dass du zwar theoretisch in jedes Gebiet kannst, wo du hin willst, aber dass du trotzdem eine Story hast, die dich so ein bisschen mehr in diese einzelnen Gebiete führt. Weil das hat mich so ein bisschen zum Beispiel überrascht in Breath of the Wild. Als ich die Türme alle gemacht habe, habe ich Angelstädt gefunden. Das habe ich so ein bisschen überrascht. So, boah, oder der Wald Fironne. Da dachte ich mir auch so, boah, wie cool wäre das eigentlich, weil du, wenn du einfach nur die Story spielst, gar nicht in Berührung mit diesen Gebieten kommst. Wie cool wäre das eigentlich, wenn du so eine Story hättest, die dich auch in diese Gebiete führt. Und da muss ich aber auch sagen, hat das neue Zelda, hat einen sehr guten Job in der Hinsicht gemacht, weil es sich auch mit der Story in gewisse Gebiete führt, wo Breath of the Wild eher gesagt hätte, find es mal selber raus. Ja, also definitiv, definitiv. Das finde ich halt gut, dass sie zwar mit den Dungeons und der Story so ein bisschen in die alte Zelda-Formel wieder zurückgehen, aber trotzdem haben sie das Open-World-Design richtig gut beibehalten. Auch zum Beispiel mit den zerstörbaren Waffen, es gibt ja die Synthese, und das haben die halt sehr gut hinbekommen, weil man halt mit der Welt interagieren muss. Man muss verstehen, wo kriegt man die Sachen her für die Synthese, zum Beispiel Eis- oder Feuerpfeile, sowas. Finde ich sehr, sehr gut von Nintendo. Also siehst du das genauso mit der Synthese oder dem zerstörbaren Waffensystem oder eher nicht so? Also was ich an der Synthese sehr cool finde, ist, dass einerseits wurden ja quasi diese Waffen, die von vornherein schon Feuer-, Eis- oder Blitzfähigkeiten hatten, ja abgeschafft und wurden komplett durch die Synthese ersetzt. Oder auch die Feuer-, Eispfeile und Bombenpfeile. Und ich muss sagen, dass ich das sehr cool fand, weil es kam nicht selten vor, dass ich dachte, boah, jetzt könnte ich einen Eispfeil gebrauchen und hatte keinen im Inventar. Und jetzt ist es halt so, du hast meistens immer alle Materialien dabei, weil die sich einfach über die Zeit ansammeln. Und dann kannst du dir die Materialien einfach selber craften. Und das finde ich halt super cool. Oder dass du halt dadurch so flexibel bist, so, ey, ich könnte jetzt ein Feuerschwert gebrauchen, hab's aber vorher nie benutzt, weil du hast ja vorher zum Beispiel, verdammt, ich habe jetzt nichts anderes wie das Feuerschwert, also benutze ich das einfach mal, hab's dann aber später nicht mehr. Und jetzt ist halt so, wenn ich das Feuerschwert brauche, tue ich es mit der Synthese mir zusammenbauen und dann hab ich's.
Und ich muss sagen, dass das ein richtig cooles System war. Auch mit der Spielwelt so ein bisschen interagiert hat, weil du halt Materialien aus dieser Welt benutzen kannst, um sie dann in deinen Waffen einzubauen. Ja, das hat Nintendo definitiv sehr genial und sehr gut umgesetzt. Oh, und das Allerwichtigste ist einfach super cool, sich eine Lore an sein Schild zu basteln, an Skateboard zu fahren damit. Also wirklich, Nintendo hat irgendwie an alles gedacht. An alles. Also, als ich das gehört habe, ich fand das so genial. Das ist echt geil. Eine Sache haben sie nicht gedacht. Eigentlich müsste man ja denken, dass das Gleiche funktioniert, wenn du Butter an dein Schild machst. Da funktioniert es aber nicht. Oh, Nintendo, schwach. Schwache Leistung. Ja. Also, würdest du behaupten, dass sie das klassische Zelda-System zurückgebracht haben, aber es trotzdem immer noch das System von Breath of the Wild ist? Also ich würde sagen, es ist deutlich näher an Breath of the Wild wie an der klassischen Zelda-Formel, aber sie haben quasi nichts von Breath of the Wild, wie soll ich sagen, dafür geopfert, dass es mehr in die alte Richtung ging. Und das finde ich einen sehr guten Weg. Ja, also die beiden Wünsche würdest du als gut umgesetzt bezeichnen. Ich würde den ersten Wunsch, klassische Zelda-Formel, würde ich sagen, ausbaufähig, und bei deinem zweiten Wunsch, dass du weiterhin dieses offene Spielgefühl haben willst, würde ich auf alle Fälle 10 von 10 Punkte geben. Also eigentlich würde ich es genauso sagen. Natürlich, wir haben jetzt eine offene Welt, wir dürfen entscheiden, wo wir hingehen, aber mein dritter Wunsch war zum Beispiel auch, dass es neue Ebenen gibt. Zum Beispiel neue Gebiete oder halt den Himmel, der ja schon in den Trailern bekannt war. Damals habe ich aber noch gesagt, den Untergrund oder dass man zum Beispiel tauchen kann. Also ich persönlich kann auf jeden Fall sagen, mit dem Himmel und dem Untergrund bin ich eigentlich relativ zufrieden. Wie siehst du das? Also ich finde auch, also das ist lustig, du hast nämlich neue Ebenen gesagt in deinem Video. Ja. Und es ist, als hättest du fast schon gewusst, dass das Spiel 3 verschiedene Ebenen hat. Und ich hatte mir natürlich dein Video nochmal angeguckt, auch nochmal jetzt, wo das Spiel draußen war. Und ich muss sagen, das ist einfach so gut auf den Punkt gebracht mit dem Wort Ebenen. Ich muss schon sagen, dass dieser Punkt auch gut erfüllt wurde. Halt A, du hast natürlich den Untergrund und die Himmelsinseln, aber ich finde, dass sich auch auf der Welt selber einiges verändert hat. Es ist zwar immer noch die gleiche Welt, aber du hast halt dadurch, dass man diese Welt auch kennt, hat man fast schon eine ganz große Motivation herauszufinden, was sich verändert hat. Und dadurch, finde ich, habe ich so ein bisschen sogar den Eindruck, dass es motiviert, also du merkst dadurch eigentlich, was für viele ikonische Orte Breath of the Wild hatte. Oh ja. Weil du einfach dahin gehen willst unbedingt. Mhm. Und das finde ich super cool. Ja, das war auf jeden Fall für mich sogar tatsächlich einer der geilsten Dinge, als ich TK in den Händen gehalten habe, wusste ich direkt, boah, okay, ich möchte zu dem Ort, und ich möchte gucken, was sich verändert hat. Was war der erste Ort, zu dem du gegangen bist, den du aus Breath of the Wild kanntest? Ich glaube, das war tatsächlich sogar das vergessene Plateau. Also ich bin da hingegangen, weil ich wollte unbedingt wissen, was sich da verändert hat. Aber wenn du jetzt eher meinst von Städten, Dörfern mäßig, dann war es auf jeden Fall Kakariko bei mir. Und was war bei dir der erste Ort oder das erste Dorf, das du erkundet hast? Ich bin tatsächlich, also die Dörfer habe ich jetzt später abgearbeitet, aber so der erste Ort, wo ich gegangen bin, boah, da will ich jetzt unbedingt hinsehen und schauen, was sich da verändert, war tatsächlich der vergessene Tempel. Und es ist ja lustig, weil es da sogar eine sehr große Sidequest gibt. Ja. Ja, das, also wirklich, das ist so geil einfach, dass man irgendwie diese Orte fühlen sich schon so ikonisch an. Keine Ahnung, obwohl Breath of the Wild das letzte Zelda-Game war, man fühlt sich so wohl, man möchte wissen, was sich dort verändert hat. Das war extrem geil. Und es ist ja auch nicht wenig Zeit vergangen zwischen den Spielen. Ja. Ist bekannt, wie viele Jahre oder Monate vergangen sind? Also, ich meine, Breath of the Wild, also es kam auf alle Fälle 2017 raus, ich meine im Mai.
Nee, im März, meine ich. März. Und jetzt halt 6 Jahre später, Mai, also sechs Jahre und 2 Monate, wenn ich mich jetzt nicht gerade irre. Achso, ich meinte im Ach so, Game. Achso, in-game. Ja, im Ach Game. Achso, in-game. Nee, habe ich aber auch schon überlegt. Aber ich glaube nicht, dass es extrem viel war. Also, es hat die meisten Veränderungen im Spiel waren ja irgendwie gefühlt auch durch den Kataklysmus, wo sich auch viel verändert hat. Aber auch man sieht auch so eine gewisse, schon so einen gewissen Fortschritt der Welt, auch wenn man sich zum Beispiel den Spähposten anschaut am Anfang im Spiel oder wie die Stadt vor Hyrule Castle aufgebaut ist. Also ich schätze tatsächlich, dass es weniger als 5 Jahre sind. Ja, also ungefähr so würde ich auch gehen. Einen ganz kurzen Nebenpunkt würde ich ansprechen. Mhm. Was hältst du davon, dass man nicht tauchen kann? Ich finde es sehr schade tatsächlich, weil ich habe ja auch, ich hatte auch ein Video gemacht, wo ich quasi so die Entwicklung der Wasser-Dungeons gemacht habe. Mhm. Und da habe ich auch, mir ist in Breath of the Wild erst komischerweise, obwohl es so offensichtlich ist, sehr spät erst aufgefallen, dass man gar nicht tauchen kann in dem Spiel. Und ich muss sagen, ich finde es super cool, wenn es mal wieder so einen klassischen Wasser-Dungeon, ich weiß nicht, ich mache mich damit ein bisschen unbeliebt, aber so einen klassischen Wasser-Dungeon mal wieder einzubringen, wo du auch wirklich so im Wasser tauchen kannst, wo das Wasserthema nicht nur, es ist halt Wasser da und fertig, sondern dass du auch wirklich mit dem Wasser sehr interagieren musst. Das hätte ich wirklich sehr gefühlt. Also tatsächlich in meinem Video habe ich auch gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass man wieder tauchen kann. Am Anfang von Tears of the Kingdom dachte ich mir, okay, gut, das Game ist so groß, da müssen wir nicht noch tauchen können. Aber wenn ich so jetzt so darüber rede, tatsächlich, ich bin jetzt kein großer Fan der Wassertempel, aber das ist ja eben das, was ich vermisse. Denn die Wassertempel waren immer in Zelda-Spielen immer der Moment, wo ich mir dachte, oh nein, aber genau das vermisse ich sogar ein wenig. Dieser Moment, okay, du gehst jetzt in den wahrscheinlich schwersten Dungeon des Spiels. Und ja, da gehört Tauchen natürlich dazu. Ich finde, das ist tatsächlich nicht ultra schlimm oder nicht schlecht, aber würde in ein Open-World-Game schon gut passen eigentlich. Ich muss sagen, ich muss beim Thema Wasser muss ich auch häufiger mal an Skyward Sword denken. Da bekommst du ja auch für den 4. Dungeon die Wasserdrachenschuppe. Mhm. Und dieser Weg zum Wasserdrachen finde ich auch mega cool, dass du da so im Wasser bist und mit dieser Fähigkeit spielst. Und das war ja zum Beispiel auch kein Dungeon, aber es war trotzdem sehr cool. Und sowas hätte ich auch mal wieder gefallen, dass man quasi wie so ein Gebiet hat, wo du halt einfach mit dem Wasserstall, du hast zwar die Sora-Rüstung, mit der du Wasserfälle hochschwimmen kannst, aber so ein bisschen, dass du jetzt quasi auch mal auf Sora, keine Ahnung, in den Teich runterschwimmen kannst und so. Wobei ich sagen muss, das Spiel hat, auch wenn du nicht schwimmen kannst, mit dem Thema Wasser einiges gemacht, aber Tauchen wäre auch cool gewesen. Ja, ja, so sehe ich es eigentlich auch. Also ich persönlich würde diesen Punkt, also diesen Wunsch als erfüllt unterschreiben lassen. Würde ich auch sagen. Weil ich bin eigentlich sehr zufrieden, was Nintendo aus der Welt gemacht hat. Ja. Dann mein... Dein vierter Wunsch, auf den freue ich mich genau, schon. Genau, mein vierter Wunsch. Und das ist ein sehr, sehr besonderer Wunsch. Und zwar die Rückkehr von irgendwelchen alten Charakteren. Jetzt denkt man erstmal, hä, was meinst du? Aber zum Beispiel, dass alte Helden wiederkommen oder dass man mal die Göttinnen zu Gesicht bekommt oder der Todbringer zum Beispiel, was ja viele auch als eine Theorie hatten, dass der auch zurückkommt. Und bevor man jetzt sagt, hä, wie soll das denn möglich sein? Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Zelda Twilight Princess angucken, da gab es ja auch Heroes Shade und das war ja der Held der Zeit. Und genau sowas meine ich ungefähr. Da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Aber kannst du was dazu sagen? Das würde mich interessieren. Also, ja, also ich finde die Idee super cool. Vor allem, also, ich meine, mein Kanal heißt Nintendo Theories, da geht es auch viel um Kontinuität zwischen den einzelnen Zelda-Spielen. Und da finde ich es halt auch diese Idee super cool, dass man die Spiele mehr miteinander verbindet. Und das hatte Twilight Princess halt extrem gut gemacht mit Heroes Shade. Und ich muss sagen, zum Beispiel... Was ich persönlich, ich mache eigentlich keine Theorien über, zum Beispiel jetzt, wenn ich einen Trailer sehe, dass ich eine Theorie mache, wie könnte das Spiel aussehen, weil das ist sehr spekulativ, da halte ich jetzt nicht so viel von, deshalb mache ich da keine Videos drüber. Aber ich habe mir tatsächlich gedacht, als man das kaputte Master Schwert gesehen hat, dachte ich halt wirklich, dass Ganondorf das Master Schwert zerstört, um an die eingeschlossene Essenz des Todbringers zu kommen. Oh. Weil ja in Skyward Sword wurde ja der Todbringer ins Master Schwert quasi, also die Essenz von ihm eingesperrt, dass er den quasi
rauslässt und den sich übernimmt, dass er quasi zum neuen Todbringer wird. Und solche Sachen habe ich mir gedacht, und das fände ich sehr cool. In Breath of the Wild kam ja auch schon Fae ein bisschen vor. Ja. Und man hat nur kurz ihr Blinken, ihr Geräusch gehört. Genau, ihr Geräusch da gehört. Ich möchte jetzt nicht zu sehr auf die Story eingehen, aber mir hätte mehr gefallen, sagen wir es mal so. Okay. Einfach, weil ich sowas extrem cool finde und eigentlich, klar, man natürlich trifft man ältere Charaktere aus Breath of the Wild, weil es halt das Nachfolgerspiel ist. Aber wenn man zum Beispiel jetzt mal mehr durch die Zeit, also nicht im Spiel selber, aber wenn es halt ein Charakter tatsächlich irgendwie von vor, keine Ahnung, ewig langer Zeit zurückgekommen wäre, wäre es sehr cool gewesen. Was auch sehr cool, also zum Beispiel so ein Gegner, den man auch schon ewig nicht mehr getroffen hat, wäre Vati zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Bösewicht. Ich kann ja leider nicht viel dazu sagen. Klar, man könnte auch sagen, ja, Ganondorf ist ja auch wieder zurück. Weil wenn wir mal ehrlich sind, der Ganon aus Breath of the Wild, das ist, für mich war es kein Ganondorf. Nee, für mich war es irgendwie kein typischer Ganon halt. Nee. Man könnte ja natürlich sagen, okay, Ganon ist zurück. Aber natürlich freue ich mich über Ganondorf. Der beste Bösewicht überhaupt, ich liebe ihn, aber ich meinte eher wirklich so Besondere, was man kaum gesehen hat. Ich kann jetzt leider nicht viel dazu sagen, weil ich in der Story noch nicht so weit bin, aber also für mich, dieser Wunsch ist für mich nicht erfüllt worden, bis jetzt zumindest. Muss ich leider, aber du hast ja auch selber gesagt, das ist der Wunsch, wo du selber als unrealistischsten einschätzt. Ja, genau. Ja. So, dann sind wir schon bei deinem letzten Punkt angekommen. Auswirkungen von Breath of the Wild. Genau, aber ein kleiner Wunsch. Und zwar Hunde streicheln. Stimmt, ja. Man kann immer noch keine Hunde streicheln. Das ist eine Unverschämtheit. Als ob das so schwierig ist, rein zu programmieren. Vor allem Zelda macht es ja sogar in einer Cutscene in Breath of the Wild. Ja, ja. Stimmt, Daruk hat ja so Angst vor Hunden. Ja. Ach man, egal. Auf jeden Fall, mein letzter Wunsch war, wie du ja schon erwähnt hast, Auswirkungen von Breath of the Wild auf Tears of the Kingdom. Mhm. Und das ist ein sehr spezieller Wunsch. Da möchte ich gerade mal kurz im Vorfeld was dazu sagen, weil natürlich. Du hast ja so eine Idee gebracht, dass man theoretisch, ich meine, die Speicherdaten von Breath of the Wild, wenn du die auf der Switch hast, Tears of the Kingdom kann auch darauf zugreifen. Das sieht man daran, dass die Pferde aus Breath of the Wild in Tears of the Kingdom übernommen wurden. Also wenn du ein Pferd in Breath of the Wild gefangen hast, dann hast du es auch in Tears of the Kingdom. Also das Spiel kann auf Speicherdinge zugreifen. Es gab auch früher mal ein Spiel, Metal Gear Solid 1 oder auch dann ein Remake davon, Twin Snakes. Da gab es einen Boss, der hieß Psycho Mantis. Und der hatte so die Fähigkeit, dass er deine Gedanken liest. Der hat im Prinzip auf die Konsole zugegriffen, hat deine Controller-Eingaben gelesen. Das heißt, du musstest, besiegen, musstest du den Controller ausstecken und in den anderen Slot reinmachen. Never. Dann konnte er deine Eingaben nicht mehr lesen. Und er hat doch in der Cutscene vorher gesagt, du hast zum Beispiel Zelda The Wind Waker gespielt und du hast das und das gespielt. Und wenn man, zum Beispiel früher war das ja häufiger so, du hattest nur eine Konsole, auf der du gespielt hast. Und wenn du dann zum Beispiel siehst, okay, der weiß, was ich gespielt habe, dann kriegst du, glaube ich, schon ein bisschen Angst. Also er hatte die Speicherdaten ausgelesen von dem Spiel und hat daher dann gesagt, du hast Zelda The Wind Waker zum Beispiel gespielt. Und das finde ich so cool, einfach diese Idee. Das ist übertrieben genial. Das ist ja mega. Ich wusste gar nicht, dass es das so gibt. Ja, und also auf einer technischen Ebene auch cool, dass quasi ein Spiel auf die Speicherdaten von einem anderen Spiel zugreifen kann. Aber klar, da ja Breath of the Wild und Tears of the Kingdom vom gleichen Entwickler sind, macht es natürlich Sinn, dass das geht. Aber da hat es mich auch überrascht, dass es technisch überhaupt geht. Von daher wollte ich nur sagen, dass es zumindest technisch auf alle Fälle möglich wäre, dass man quasi sagt, du hast Breath of the Wild gespielt und bekommst jetzt mal beispielsweise ganz banal alle Gewänder, die du in Breath of the Wild hattest, bekommst du in Tears of the Kingdom zurück. Sowas ja, zum Beispiel. Stimmt. Also das mit den Pferden, das wollte ich auch ansprechen. Das ist rein theoretisch eigentlich, da wäre mein Wunsch theoretisch gesehen bestätigt. Aber was ich halt zum Beispiel meinte, wären halt so, dass wenn du jetzt zum Beispiel das Master-Schwert nicht gesammelt hast in Breath of the Wild, also gezogen hast, dass du das auch in Tears of the Kingdom nicht hast. Aber
Das natürlich muss man sagen, es wäre schon, ich glaube, auf nach einer bestimmten Zeit für Nintendo sehr anstrengend zu programmieren. Aber eigentlich wird es ja auch irgendwie in Tears of the Kingdom ja erklärt, warum man am Anfang dann doch das Master Schwert hat. Stell dir mal vor, wie lustig das wäre. Du willst so Tears of the Kingdom starten, bist richtig hyped und dann heißt es so, ja nee, um dieses Spiel zu starten, musst du in Breath of the Wild auch das Master Schwert haben. Dann musst du erst da Ja. in Breath of the Wild das Master Schwert und dann kannst du Tears of the Kingdom spielen. Das wäre super mies. Das wäre wirklich mies. Aber ja, das war wirklich auch ein Wunsch. Das habe ich mir schon damals beim allerersten Trailer von Tears of the Kingdom, also dieser ganz, ganz erste Trailer, das ist mir direkt eingefallen. Ich dachte, wie geil wäre das, wenn Nintendo das einbauen würde. Ja. Was würdest denn du dazu sagen? Hat sich dieser Wunsch erfüllt oder nicht? Also, es wäre natürlich deutlich mehr drin gewesen, aber dass sie allein das mit dem Pferden gemacht haben, ist schon super cool. Vor allem, weil es ja auch irgendwo sinnvoll ist. Du hast Ja. diese Pferde gezähmt, dann hast du sie auch später immer noch. Deshalb finde ich das an sich eine sehr coole Idee. Aber zum Beispiel, wie du es jetzt gesagt hast mit dem Master Schwert, das wäre auch cool gewesen. Auch wenn die Story natürlich stark darauf aufbaut, dass Link am Anfang das Master Schwert hat. Ja, das stimmt schon, stimmt schon. Also, ich würde sagen, der Wunsch hat sich teilweise erfüllt. Natürlich storymäßig nicht, aber so zum Beispiel das mit den Pferden, das hat mich echt gefreut, als ich das erfahren habe. Das hat mich auch echt überrascht. Also, ich würde sagen, so halb-halb kann man irgendwie schon sagen. Kann man schon sagen. Ansonsten sind wir mit meinen 5 Wünschen durch und ich bin auf jeden Fall bis jetzt ziemlich zufrieden. Aber natürlich müssen die Leute auf deinen Kanal draufgehen, wenn sie erfahren wollen, ob sich deine Wünsche umgesetzt haben. Und wenn sie auch deine Meinung dazu hören wollen. Ja, definitiv. Guckt auf jeden Fall bei Nintendo Theories vorbei. War auch extrem cool. Und hast du noch etwas zu sagen? Also ich wollte noch mal sagen, freut mich, dass die Kooperation geklappt hat. Und ich wollte noch mal sagen, wie viel Spaß mir Tears of the Kingdom aktuell macht. Ja, also freut mich auch, dass die Kooperation geklappt hat. Und ja, Tears of the Kingdom, ein grandioses Spiel. Ich empfehle es weiter. Dann war es das für dieses Video. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne, immer wieder gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich wünsche euch, den Zuschauern, auch noch einen schönen Tag.